Dr. Preetz ist ein Mensch, der wirklich unglaublich in die Menschen hineinfühlen kann. Er achtet die Menschen sehr, er achtet die Gefühle, er achtet auch die, wie kann ich das sagen, er achtet auf die Ökologie dessen, was er macht, dass das, was danach rauskommt, immer sehr gut ist und ist ein außergewöhnlicher Mann, würde ich sagen. Also man sieht ja ihn ständig auch selbst sich hypnotisieren, das bedeutet, ja, er ist wirklich außergewöhnlich. Zumindest ich nehme mit, dass ganz nicht nur logisch, sondern auch wirklich, ich habe es erlebt und gefühlt, dass Emotionen sehr viel wichtiger sind als das, was man sich so sagt oder die Logik oder die Emotionen sind viel wichtiger und die Emotionen sind der Schlüssel dann wahrscheinlich, um die Dinge zu ändern, die man will, und das ist nicht die Logik. Das nehme ich mit. Ich möchte auch, wenn ich dann also in der Zukunft Herausforderungen lösen möchte, dann möchte ich mehr auf mein Gefühl, auf meine Emotionen hören und auch mehr damit arbeiten, anstatt darüber so viel nachzudenken. Das ist es wahrscheinlich, was ich mitnehme.